Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play mit Nimax. Heute die Grabkammer der Spinnenkönigin. Hier ist es daran, dass man Juwelen sammelt von den einzelnen Creep Waves und die abgibt. Und danach spawnt auf jeder Creep Wave Line eine Spinne. Ich glaube auf jeder oder auf einer. Das werden wir gleich nochmal rauserfahren. Und ja, die unterstützen einen relativ gut. Und damit kann man auch wieder pushen. Die Brutmutter, würde ich jetzt hier mal sagen, die spawnt dann weitere kleine Helferlinge, die dann die Verteidigungsanlagen angreifen. Ja, das gucken wir uns mal heute an. Ich spiele die Sonja. Ich würde behaupten, nicht einer meiner Lieblinge. Habe ich einmal gespielt und fand ich relativ schwierig. Ich gucke mal, ob ich es dieses Mal besser schaffe. Wenn ihr zuguckt, glaube ich, hoffentlich wird das besser. Automatisch wird es. Genau, ich gehe auf Heilung. Und gehen wir nach Norden. Genau. Und noch bin ich alleine. Mal gucken, wer mich unterstützt. Gut. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Noch 15 Sekunden, bis der Angriff gestartet wird. Hier sieht man schöne Grafikanimationen. Genau. 10. Und gleich geht das Tor auf. Und dann dürfen wir endlich mal ein bisschen schnetzeln. Und go! Jetzt schauen wir uns das mal an. Nein, wir sind keine was? Ich habe keine Ahnung. So, dann verstecken wir uns mal ein bisschen hier hinten drinne. So, zack. Und werd unterstützt von dem... Oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Werde ich auf alle Fälle auch noch vorstellen. Ich versuche möglichst alle vorzustellen. Der Nachteil ist, dass man ganz am Anfang nicht alle freigeschaltet bekommt. Die muss man sich nach und nach freischalten. So, gehe ich mal gleich raus hier. Okay, jetzt bin ich in der Mitte, damit ich wieder retten kann. Oh, jetzt bin ich direkt sogar noch reingelaufen. Das war doof von mir. Gut. Und Zappi. Das war ein guter Move. Armer. Ich krieg zu viel auf die Nase. Ich muss mal zurück, mich einmal regen. Das war jetzt ein bisschen viel des Guten. Ganzer Anfang. Jetzt habe ich 100 Sekunden CD auf die Möglichkeit zu recken. Gut. Ja, wer mich nicht gekriegt, und kriegt natürlich einen Tower-Hit, weil ich einen Schritt zu viel gemacht habe. Und zack, zack, zack. Oh, da habe ich einen gefressen gekriegt. Das war doof. Gut. Jetzt bin ich gleich betäubt. Oh, das war knapp. Jetzt muss ich wieder recken. Ja, ganz am Anfang finde ich, kriege ziemlich viel auf die Nüsse. Und jetzt muss ich wieder ein bisschen Distanz gewinnen. Oh, da mein Mitspieler ist auch schon fast down. 50 Sekunden CD. Jetzt gebe ich mal die Kristalle ab. Die 6, die ich gefunden habe. Ich hoffe, dass ich das machen darf und dass sie mich attacken. Ah, jetzt habe ich es gewollt, ne? Yep, leider habe ich es jetzt gewollt. Ich wollte eigentlich nicht sterben. Tja, schauen wir mal, ob ich das jetzt hier ein bisschen wieder retten kann. Ich sag, ich mag hier nicht so gerne spielen, weil halt eben ganz am Anfang zu viel Schaden bekommt. Ich habe schon auf Heal geskillt, dass ich automatisch Heilung bekomme, aber es reicht immer noch nicht, um gegen die zu bestehen. Ich hoffe, im weiteren Verlauf wird sie besser. Ich spiele meines Erachtens, glaube ich, zu viel von denen. Ja, sehr gut gemacht. Die ganz am Anfang schwach sind und später erst gut werden. Jetzt gucken wir, dass wir hier mal ein bisschen Druck raufbauen können. Achtung! Jetzt habe ich leider verschwendet. Jetzt hindere ich mal dran, dass er abgeben darf. Ich hoffe, dass ich das durchziehen kann. Sehr gut, haben wir geschafft. Nächste dran hin. Und da habe ich ja noch einen mitgegeben, sehr gut. Und habe ihn ausgewichen, seinen Move. Und musst du aufpassen, dass ich nicht zu viel auf die Nüsse kriege, weil abgeben sollte ich jetzt nochmal.
6 sind gut. Hier unten seht, 50 müssen wir haben. 16 haben wir. 12 habe ich jetzt dazu getan. Ich darf nochmal skillen. Ihr schmettert 75 Schaden mehr und genau, werde ich das jetzt machen. Oh ja, 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 das ist jetzt zu viel. Mit der ersten Fähigkeit kann ich mich ranziehen. Mit dem zweiten, wie ihr gesehen, kann ich ein bisschen voll reingehen. Oh, ein Leck, das ist natürlich schlecht. Mit der zweiten Fähigkeit kann ich so einen Move auf dem Boden machen. Und ich krieg auf die Nase. Das wollte ich jetzt nicht zu viel machen. Eine Reckkugel mitnehmen, wieder verschwinden. Ja, dieses Betäuben geht leider durch, die Gebäude durch. Na, jetzt komm! Jetzt komm doch! Ja, genau. Gut, ist weg. Also muss ich immer raus aus der Lane, sonst kriege ich zu viel Schaden. Ja. Sehr aufregend gerade. So, eine Reckkugel bekommen, ein bisschen was an Reck erhalten. Es reicht leider alles noch nicht so viel. Talent wählen. Wir machen Reichweite. Nein, ich will mehr Schaden machen. So, warten wir die Creep Wave Lane. Und tot, sehr gut. Jetzt kommt wieder unser... alle Charaktere hier in Heroes of the Storm sind entweder WoW-Charaktere, die ihr so kennt, oder StarCraft. Es gibt auch noch welche, die kennt man so nicht. Jetzt muss ich den dran hindern, weil der hat zu viel. Ja, sehr gut. Dran gehindert. Er darf die bloß nicht abgeben, das ist unser Ziel gerade. So, super, sehr gut. Kugel mitnehmen. Und wieder weg. Sehr gut, ich habe 9, er 7. Wir geben mal ab, dann dürfte es soweit sein, dass wir fast durch sind. Mein Life ist wirklich sehr arg gering. Ah, ja, genau. Jetzt haben wir doch die Spinne, jetzt muss ich mich hier raus. So, den Käfer nehme ich nochmal mit. Der betäubt mich sehr doof. Ich muss wieder weg und mich einmal regen. Ich habe die 100 Sekunden abgewartet und jetzt darf ich es wieder nutzen. Genau. Sehr schön. Ja, dieser Käfer ist wirklich auf sehr gut. Jetzt habe ich mich ein bisschen wieder regeneriert durch den Wirbel. Weil jeder automatische Angriff macht halt eben ein bisschen Heilung für mich. Es reicht noch lange nicht, um voll zu werden, aber es ist schon gut. Ja, bloß jetzt nicht zu viel fressen. So, sehr gut. Und jetzt hauen wir dem ein bisschen was aus dem Stein aus, der aus der Mauer. Sehr gut. Noch ist die Spinne da, wie man sieht. Und sie unterstützt tatsächlich, habe ich mich falsch gesagt, nur eine. Gut. Wenn ich den noch einen mitnehmen kann, das ist schön. Ein neues Talent nehmen wir aus. Sprungoffensive. So, und jetzt nochmal E und dann haben wir ihn. Gut. Ja, ich hoffe, dass wir den noch kriegen. Das ist schön. Eine Stufe aufstehen. Und jetzt können wir den oberen Turm noch wegmachen. Sie haben keine Kugel mehr, deswegen können sie jetzt nicht angreifen. Ich gehe mal hier hin. So, sehr schön. Jetzt so langsam wird sie auch wirklich stärker. Und jetzt falle ich nicht gleich wieder aus den Socken. 8 habe ich gesammelt. Ich werde wohl mal zurückgeben. Oder abgeben, nicht zurückgehen und abgeben. So. Sehr gut. Ja, oben 2. In der Mitte ist er jetzt alleine unterwegs. Ich werde ihn jetzt auch unterstützen, weil dann können wir da ein bisschen pushen. Oben ist dann erstmal egal. Sehr gut.
Gut, jetzt habe ich da noch mal so ein Clear gemacht. So, ich hoffe, dass wir den Turm jetzt zusammen mitnehmen können. Das wäre schön. Jetzt ist der Käfer bei uns. Ja, fast gekriegt. Werfen wir mal Wirbelwind an hier. Und ich muss hier raus. Gut, gut, gut. Ja, Heilbrunnen hin oder her. Ach so, abgeben. 7 habe ich, er 3. Das sind schon wieder 10 dazu. Ne, er will nicht abgeben, oder? Doch, er gibt ab, sehr schön. Jetzt müssen wir oben mal ein bisschen unterstützen, damit er die Mauer nicht kriegen. Zack, abgegeben. So, und rein. Sehr schön. Und somit haben wir die Reihe auch wieder fertig. Sehr gut. Jetzt sind wir gegen. Ah, schade eigentlich, jetzt kommt ein Hero. Das ist wirklich blöd. Aber wenn man da gut rausgeht, dann hat man keinen Nachteil dadurch. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen. Wird die Heilung. Damit kann ich noch mehr wirbeln. Und ich gebe nochmal 6 ab. Dann haben wir schon wieder mehr als unsere gegnerische Mannschaft. Die müssen jetzt 5 mehr abgeben. Also jedes Mal, wenn wir den Vorteil nutzen, müssen wir... So, jetzt aber gut hier weg, sonst bin ich gleich down. Ja, unseren Regenerationsturm haben sie noch nicht zerstört. Das ist gut für mich jetzt gerade. Heilt natürlich um einiges mehr. Oh, jetzt stehe ich gegen mehrere. Das wird hier gar nichts gerade. Geduld und Spucke, habe ich gehört, hilft. Ja, leider hätte ich hinter die Leinen gehen müssen. Habe ich aber leider nicht gemacht. Somit musste ich jetzt damit leben, dass ich sterbe. Auch schön, damit musste ich leben, dass ich sterbe. Ja, jetzt warten wir 20 Sekunden. In der Weile können wir hier unten mal gucken, sind wir jetzt ziemlich weit fortgedrungen. Hier oben müssen wir nur gucken, dass wir da noch ein bisschen verteidigen, genau. Festung zerstört. Jetzt ist bei uns jetzt auch noch die Frage, ob sie dies hier kriegen. Das wäre nämlich schlecht. Dann hätten wir nämlich keinen Vorteil mehr, aber den versuche ich jetzt ein bisschen zu wieder zurückzuholen. Ich schaue einfach mal. Sie werden natürlich durch die... So. Und dann... Und nein. Jetzt aber. Mit dem Hero kann ich halt eben hinspringen und den betäuben, dass man natürlich... Achso, das geht nur auf Helden. Also die Fähigkeit W mit dem Boden geht leider wirklich nur auf Helden. So, sehr schön. Habe ich auch wieder 6. Was ist schnell? Ja, sehr gut. Das heißt, ja, wir haben wieder unsere Spinne. Das freut mich ungemein. Und ich habe sogar schon ein paar Diamanten wieder gesammelt. Unten sollen wir verteidigen, wird angesagt. Achso, und ich hatte doch nicht recht. Die verteilen sich dann doch auf jede Lane. Somit hat man... Überall eine Unterstützung, aber hier unten ist am wichtigsten, habe ich... Ups. Ach, Talent noch wählen. Ah, das ist so viel auf einmal. Zerschmettern, ja. Genau, machen wir zerschmettern. Wird erledigt. Ah, jetzt mal hier hoch, ich brand vorbei. Das war ultimativ knapp, aber das heißt jetzt, dass wir uns ein bisschen wieder den Vorteil hier unten zurückholen. Das war nämlich ziemlich eng. Wir wurden da überlaufen. Das wollten wir eigentlich ja gar nicht. Ah, schade eigentlich. Ja, dadurch, dass sie betäubt ist, ist das erste Mal fehlgelaufen. Ich muss gucken, dass sie mich nicht betäuben oder abwarten, bis sie das
den Spell benutzt haben, dann kann ich meinen Wirbel an zünden und habe hier halt die Möglichkeit, dass ich mich heile. Und das macht mich eine Zeit lang wirklich gut unverwundbar. Da muss man schon viel Schaden machen. Das geht leider nur auf Helden. Ja, und dieses ist zum Ranziehen. Das ist sehr gut und macht ein bisschen Schaden und betäubt auch für kurze Zeit. Also es ist, eigentlich ist man wirklich eine Helden... Also man geht direkt auf Helden. Und man kann halt eben auch sogar die Creep Lane, wenn man hoch genug ist, kontrollieren dadurch, dass man im Wirbelwind reingeht. Da verliert man nichts und hat wirklich gute Vorteile. So, jetzt hoffe ich, dass es unten... Also Türme sind schon bei denen alle zerstört. Das macht es echt ein bisschen einfacher. Jetzt gucke ich mal in der Mitte längst, was da noch geht für mich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder abzugeben. Ich habe meine jetzt gerade verloren, ich Depp. Aber das sollte wohl schnell wieder möglich sein, dass wir welche kriegen. Okay. Macht Platz. Genau, macht Platz da. Ich bin's, euer Mazda. Gut, jetzt werde ich noch unterstützt, das ist schön. Und wir sammeln wieder neu. Das geht relativ fix. Er hat schon 14. Ja, jetzt hat er betäubt. Jetzt hoffe ich, dass ich Wirbel anschmeißen kann. Sehr gut. Und dann haben wir es. Ja, jetzt ist verteidigt oder sterbt. Das ist natürlich blöd. Das ist nicht diesmal gegen uns. Ach, schade. Da hatte ich nur gehofft, dass sie weiterrennen. Wir wollen hier mal ein bisschen Land gewinnen. Bis das Ulti ausgelaufen ist und dann werde ich da nochmal reingehen können. So, jetzt. Nein. Jetzt. So, jetzt wieder ein bisschen Energie tanken. Sehr gut. Ja, und sie tankt halt eben Wut auf und kann durch Wut, wie ihr seht, und auch bestimmt schon mitgekriegt habt, die Fähigkeiten ansetzen. Das macht ein bisschen länger aktiv im Kampf. Okay, ja, 20. Ihr könnt fast alle abgeben. Nee, eine muss noch leben, die obere. Die werde ich jetzt nochmal holen müssen. Es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Okay, alles gut. Somit haben wir wieder alles frei und wir sind schon am Turm. Ich bin ein bisschen spät dran, sehe ich gerade. Ja gut, mehr habe ich nicht machen können, außer einmal hinspringen, ein bisschen... Naja, wie gesagt, ist nicht meine Lieblingscharakterin. Man sieht es auch kaum. Ich bin viermal gestorben. Mit den anderen sterbe ich so einmal, wenn überhaupt. Aber hier musste ich ein bisschen Zoll... Aber meine Schadensklasse, das habe ich ja auf alle Fälle. Das ist gut. Und wenig Schaden haben wir auch nicht gemacht. Schauen wir mal. So, 40 Sekunden muss ich noch warten. Währenddessen, die Skills haben wir alle durch. Und ich darf nochmal mit euch ein Talent aufmachen. Ja, und gerade 50 Minuten stehen bleiben muss, das ist auch gut. Sie sind aber so gut wie am Ende, es dürfte nicht mehr lange dauern. Dann haben wir den letzten Turm. Ja, ich hoffe. Level 20 gegen 17, das ist natürlich gut. Habe ich nie erklärt in den Let's Plays, aber will ich jetzt nochmal machen, ist, dass man Teamplay hat. Also wenn du einen einzigen schlechten drin hast, ist überhaupt kein Thema. Du wirst auf alle Fälle hochgelevelt. Das Team ist dafür verantwortlich, welches Level du bekommst. Und umso besser du dastehst, natürlich umso besseren Vorteil kriegst du. In der Mitte ist alles offen. Schauen wir mal. Was möchte der junge Mann sagen? Ah, komm, weh! Oh, ich hasse es. Ja, noch geht da gar nichts. Ja, gut, wird auch nichts gehen, weil... Ja. Und ich hatte Unrecht. Weh ist natürlich nicht nur auf... Sehr gut. Jetzt kommt mein Feind, das ist mich da anverrackt. Und den haben wir auch. Und jetzt auf dem Turm. Und da können wir auch Hackengas geben, weil es kostet ja eh nichts. Die spawnen die Spinne wieder.
haben wir. Und jetzt sind wir gleich durch. 20%. Ich mache mal hier GG. Und somit danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt mit der Sonja und mir. Bis dahin erstmal euer Nimex. Servus.